Hallo liebe Freunde des Ladens, heute bereite ich einen Braten vor im Backofen. Hier habe ich einen Schweinehals, sind ca. 500 Gramm, 500-600 Gramm. Dazu habe ich jetzt eine Mischung von den Gewürzen, Salz, Pfeffer, gemahlenen Koriander, etwas Thymian, Paprika edelsüß, etwas von der Schärfe drin, Pfeffer. Dazu braucht man auch ein bisschen von der Mayonnaise. Das ist eigentlich nichts anderes. Mayonnaise ist dafür da, um die ganze Gewürze an das Fleisch zu binden. Dann braucht man noch Zwiebel, etwas Karotten, Knoblauch. Daraus mache ich dann später die Bratensoße. Zuerst tue ich jetzt mit der Gabel das Fleisch ein bisschen herumstochern, damit später mein Gewürz besser reinkommt, weil ich habe ein bisschen wenig Zeit für die Marinade. Wenn ihr ein bisschen mehr lange Zeit habt, am Vorabend, tut das alles gut miteinander vermischen. Und stellst halt den Kühlschrank über Nacht rein. Würde ich nur empfehlen, weil so tut sich auch das Fleisch sehr gut miteinander marinieren, mit den ganzen Gewürzen sich verbinden. So. Und mit der Gabel, dadurch, dass ich ein bisschen da reinstechen tue, habe ich ein Löcher. In die Löcher kommt halt das ganze Gewürz auch hinein. Verteilt sich besser. Von allen Seiten etwas. Nehmen wir die Schüssel, die ganze Gewürze, tun wir rein. So. Wenn ihr zum Beispiel sie nur marinieren tut und von der Zeit ihr habt, würde ich euch empfehlen, so zu machen. Ich habe hier ein bisschen zu viel davon. Das tue ich gleich auch raus. Dann würde ich genau so wie es ist in den Kühlschrank wegräumen. Da ich aber die Zeit nicht habe, tue ich sie gleich mit der Mayonnaise noch zusammen verbinden. Durch die Karotten und die Zwiebel genauso rein wie so am Stück. Das Fleisch braucht halt längere Zeit im Backofen. Wenn ich jetzt das alles zu sehr zu verkleinern tue, verbrennt mir das einfach alles. Deswegen lasse ich das am Stück, das tue ich jetzt noch vermischen. Da lasse ich etwas stehen. Also Stunde reicht vollkommen aus. In der Zeit tue ich jetzt als für die Beilage die Kartoffeln schälen. Man kann auch Reis dazu nehmen, auch Nudeln, ist halt jedem selber überlassen. Nun ist jetzt eine Stunde vorbei, solange sich das Fleisch mariniert hat. In der Zeit habe ich meine Ersatzkartoffeln vorbereitet. Die stelle ich jetzt gleich zum Kochen. Dann habe ich hier einen Bratschlauch vorbereitet. Das tun wir alles da rein. Tue jetzt meinen Backofen vorheizen auf 160 Grad und dann lasse ich mal 1,5 Stunden den Schmoren im Backofen. Nun ist mein Backofen vorgeheizt. Ich jetzt mal rein und lasse es jetzt ungefähr 1,5 Stunden drin. Dann gucken wir es an, wie es aussieht. Nun ist die Zeit um, die holen wir gleich raus. Schön warm drin. Den Inhalt tue ich jetzt mit der die Soße hole ich raus. Durch einen Topfen machen, dann durch die Zwiebel, Karotten und den Knoblauch mit dem Blender zerkleinern. Jetzt machen wir auf.
So sieht's aus. Wie das alles richtig duften tut. Zoll ich alles raus und lege das in den Topf ein. Das Fleisch tue ich jetzt abdecken und stelle in einem warmen Ort ab, damit es mir nicht abkühlen tut. Und was ich nicht empfehlen würde, würde ich nicht zurück im Backofen hinstellen, weil dann würde das Fleisch sehr schnell austrocknen. Wie vorhin schon gesagt, den Inhalt tue ich jetzt in den Topf rein. So. Den tue ich jetzt auf den Herd abstellen, ein bisschen aufköcheln lassen, dadurch jetzt auch etwas gebe ich Wasser hinzu, damit es besser zum Blenden ist oder zu pürieren. Jetzt gebe ich hier, was sind das, 50, nicht mal, ja, 100 Milliliter tue ich noch dazu hinzufügen. Dann tue ich das leicht jetzt aufköcheln lassen. Nun habe ich die ganze Soße jetzt püriert, ist sehr dünnflüssig. Verdecken muss ich sie nicht mehr, weil sie ist schon ziemlich gut dickflüssig. Tu mal jetzt zur Seite und tu mal anrichten. So, liebe Freunde, mein Essen ist jetzt fertig. Ich freue mich schon richtig drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert mich, empfehlt weiter. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Vorschläge habt, gebt mir Bescheid, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Ciao!